Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es bei mir diesen super leckeren Kokoskekskuchen. Der ist super einfach gemacht und ist für diese heißen Sommertage perfekt. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Für den Kokoskekskuchen verwende ich 100 Gramm Kokosflocken und nochmal zusätzlich 30 Gramm nachher für Deko, 500 Milliliter Sahne, 250 Gramm Mascarpone, 250 Gramm Frischkäse, 8 Teelöffel Sanapart, 85 Gramm Zucker, ein Vanillezucker und ein Paket Butterkekse. Und dann können wir auch schon gleich loslegen. So, ich fange damit an, indem ich erstmal die Sahne steif schlage. Die Sahne sollte wirklich schön kalt sein. Das sind 500 Milliliter Sahne. Und während ich die aufschlage, tue ich die Hälfte von dem Sanapart dazu, das heißt 4 Teelöffel. So, die Sahne ist jetzt richtig schön steif. Die kommt jetzt erstmal kurz in den Kühlschrank. Als nächstes nehme ich den Frischkäse und den Mascarpone-Käse. Und dazu kommt der Zucker und das Päckchen Vanillezucker. Das rühre ich jetzt cremig, bis der Zucker sich aufgelöst hat, und während dem Rühren werde ich das restliche Sanapart damit einrieseln lassen. Jetzt kommen die Kokosraspeln dazu. Das rühre ich auch noch mal ein ganz bisschen unter und dann wird auch gleich schon die Sahne untergehoben. So, das ist jetzt soweit fertig und jetzt kann ich hier die Sahne unterheben. Wenn die Sahne gut untergehoben ist, dann sind wir auch schon bereit für den nächsten Schritt. Jetzt kommen die Butterkekse mit ins Spiel. So, ich habe hier jetzt so eine Auflaufform. Die Auflaufform ist ungefähr 20 x 30 groß und da werde ich jetzt eine Schicht Butterkekse drin verteilen. Auf die Butterkekse kommt jetzt 3/4 der leckeren Kokoscreme. Gleichmäßig verteilen. Am Anfang rutschen die Kekse immer noch ein bisschen, aber das geht eigentlich relativ leicht. Ich habe jetzt die Kokoscreme gleichmäßig drauf verteilt und alles ein bisschen glatt gestrichen und da kommt jetzt wieder eine Schicht Butterkekse oben drauf. Die restlichen kleinen Stücke Butterkekse verteile ich einfach an der Seite. Das fällt nachher überhaupt nicht auf. Es gehen ja immer ein paar kaputt und ich schmeiße ungern irgendetwas weg, deswegen wird alles verwendet. So, mit den Krümeln zusammen war das jetzt genau eine Stange Butterkekse. Das restliche Viertel von der Kokoscreme kommt jetzt auf diese Butterkekse rauf. Die restliche Kokoscreme ist jetzt auf den Butterkeksen. Ich habe es einigermaßen glatt gestrichen und da kommen jetzt die restlichen Kokosraspeln oben drauf. So, die Kokos
Raspeln habe ich jetzt gleichmäßig verteilt. Jetzt werde ich es abdecken und in den Kühlschrank tun und da bleibt es auch für mindestens 4 bis 5 Stunden, besser noch über Nacht. Dieser leckere Kokoskekskuchen ist super einfach zu machen. Probiert ihn unbedingt mal aus. Ich kann ihn nur empfehlen. Er ist auch perfekt für diese warmen Sommertage. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr immer sofort Info bekommt, wenn ich ein neues Video hochlade. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.